Und jetzt wollten wir heute aber die Frage klären, blaue Augen, wie lange dauert es, bis ich blaue Augen habe? Und was muss ich machen? Und gibt es überhaupt nur blaue Augen? Hi Leute, heute geht's um Irisdiagnose und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, einen Mike. Und ich bin auf ihn gestoßen, nämlich weil ich das Video mit Emma von Raw Nourishment gesehen hatte, das Interview von euch beiden. Und da dachte ich mir, ist das ganz gut, und dann hatte ich auch mal auf deinem Kanal vorbeigeschaut und habe eben gesehen, dass du viel über Irisdiagnose gemacht hast. Und dementsprechend, weil die Frage immer wieder auch bei mir auf dem Kanal jetzt gestellt wurde, weil ich mal ein Video über Irisdiagnose eben gemacht habe, wie das Ganze genau funktioniert und da ein paar Fragen, die eben immer wieder auftauchen. Und da habe ich mir gedacht, kann ja Mike das ganz gut beantworten. Und wenn du magst, kannst du dich erstmal ja selber vorstellen. Ja, sehr gerne. Ja, also ich bin Mike, ich bin 22 Jahre alt und also ich kenne den Tobi auch schon länger, er mich vermutlich erst seit kürzerem. Aber ich schaue halt auch schon länger deine Videos und so, war da auch immer recht von inspiriert. Und ja, also ich habe mich jetzt in letzter Zeit ein bisschen mit der Irisdiagnostik beschäftigt und bin da halt auf sehr interessante Themen, beziehungsweise halt auch, wie stark die Korrelation zwischen unserer Iris, beziehungsweise allgemein auch der körperlichen Konstitution ist. Und damit habe ich mich halt in letzter Zeit sehr ausgiebig mit auseinandergesetzt und habe da doch schon ja, auch für mich selber viele, viele Mittel jetzt gefunden und habe dann für mich entdeckt, dass es auf jeden Fall eine sehr, ja, eine sehr, sehr interessante Methode ist, um halt wirklich einen tiefen Einblick in den Körper hineinzubekommen, ja. Ja, das habe ich eben auch gemerkt, und was ich eben so interessant fand auch bei dir war, dass du ja nach dem, ja, Dr. Robert Morster viel machst. Genau. Da viel dich informiert hast, und bei ihm habe ich nämlich auch schon immer wieder gesehen, der hat ja auch viel in seinen Q&As immer wieder vorgestellt und das auch ganz schön zusammengefasst teilweise. Also ich hatte schon mal auf Englisch viele Videos gesehen, wo das schön zusammengefasst wurde, wo du sowas hast, was ja eine Aufnahmestörung beim Darm ist und so weiter, oder was das Lymphsystem betrifft, was die Augenfarbe betrifft, und dann in so Kurzclips. Und so hast du das eben auch auf deinem Kanal ja zusammengefasst, was ich eben unbedingt empfehlen kann, ne? Also schaut unten drunter, ist verlinkt, schaut da einfach ja auf deinen Kanal die Videos an, fand ich super gemacht. Und ja, eben, ja, genau. Und eben auch dazu, wie man die Fotos macht, ne? Weil ich habe mal ein Video eben zu gemacht, so do it yourself, wie man die Fotos macht. Und jetzt hatte ich eben auch erst ergänzend noch diese andere Methode, die du jetzt auch auf deinem Kanal vorgestellt hattest, dass man noch seitlich reinleuchtet, ne? Genau. Dann, genau. Also wenn ihr Fotos machen wollt, richtige vom Auge, dann schaut euch das Video auch noch an. Das ist ergänzend einfach noch viel besser, noch dieses zweite Bild zu haben, dann siehst du noch viel mehr diese Tiefe. Ich werde nochmal das Video von mir einmal verlinken oben in der Infobox und dann eben auch von dir und Emma. Das einfach das Hintergrundwissen. Also schaut da rein, wenn ihr das Hintergrundwissen nochmal wollt. Und jetzt wollten wir heute aber die Frage klären. Einmal, weil das dann immer wieder kam, blaue Augen, ne? Wie lange dauert es, bis ich blaue Augen habe? Und was muss ich machen? Und gibt es überhaupt nur blaue Augen? Also das vielleicht erstmal zuerst, wenn du es... Ja, also definitiv. Ja. Also man sagt ja, laut Dr. Merz gibt es halt nur zwei Augenfarben. Das wären einmal die braunen, die Haselnussbraun, und einmal die blauen Augen. Und dort ist es halt natürlich, also wie du schon sagtest, viele Leute wollen halt dann natürlich, sie sehen, oh, blaue Augen und ich habe irgendwie grün oder doch vielleicht was Bräunliches, aber da sticht ein bisschen blau raus. Und dann kommt natürlich dann auch wieder, wie du sagtest, die Frage heraus, wie lange dauert das Ganze denn so, ne? Weil die meisten denken, das ist dann so ein Spielchen so, dass das dann innerhalb von, ja, ich weiß es nicht, von ein paar Detox-Wochen oder sowas, dann alles raus ist. Aber dem ist ja leider nicht so. Also Dr. Merz zeigt dann ja auch Fallbeispiele, wie lange es teilweise dauern kann. Und er hat dann teilweise Klienten, mit denen er schon seit 2-3 Jahren arbeitet, aber da sieht man dann auch wirklich ausgiebig, dass teilweise aus einem braunen Auge wirklich das blaue Schimmernde wieder rauskommt. Also man muss sich natürlich dann auch wiederum fragen, was genau ist das überhaupt, was mein Auge überhaupt verfärbt? Und dann stoßt man dann natürlich aufs Lymphsystem, mit dem halt Dr. Merz halt auch wirklich sehr intensiv arbeitet. Und man sieht dann halt verschiedene Stadien eben. Also ein klar blaues Auge wäre in dem Falle
ja, ein gesundes Auge, wenn man so möchte. Natürlich sieht man dann auch hin, wenn sich das Lymphsystem dann im Körper verschlechtert durch natürlich omnivore Kost im Sinne von viel verarbeitete Lebensmittel und Co., dass dann natürlich dann dieser Prozess, dieser Verschlackungsprozess dann auch im Auge sichtbar wird. Also man hat dann wirklich von weiß, gelb, also von weiß akut, gelb subakut, grün chronisch und braun ist dann schon degenerativ. Und es gibt auch Fälle, wo dann halt wirklich auch schwarze Iris bzw. schwarze Stellen in der Iris wirklich zu sehen sind. Und es ist dann so, wenn jemand dann halt wirklich eine sehr involvierte Iris hat, die halt sehr verfärbt ist und sehr verschlackt ist, wenn man so möchte, dann hat man natürlich da den Einblick in den Körper und weiß, okay, in meinem Körper können sich vielleicht schon degenerative Prozesse bzw. chronische Prozesse eingeschlichen haben. Und dann gilt es natürlich wie bei dem Zwiebelprinzip, dass man natürlich Schale für Schale wieder mehr oder weniger entgiftet, ja. Ja, genau, das habe ich eben auch festgestellt. Das war auch mal jemand bei einem Retreat bei mir, der hatte mir dann Bilder gezeigt. Das war jetzt nicht von ihm, aber von einer Kanadierin, die hat sich eben auch mit Rohkost immer mehr den Körper gereinigt. Und bei ihr waren es der Unterschied zwischen den Bildern, glaube ich, 6 Jahre. Und am Anfang war es halt komplett braun, das eine Auge. Und dann war es halt noch im Darmbereich, also innen so dieser, ja, Magen-Darm-Trakt. Dieser Bereich war dann noch bräunlich verfärbt. Genau. Und dementsprechend, also das dauert schon wirklich seine Jahre. Und auch eben das Ziel ist ja einfach nur, weil dann viele sagen, oh, wie kriege ich diese strahlend blauen Augen? Aber ja, was ist das für ein Ziel, ne? Das ist ja dann wieder nur so ein Symptom im Äußeren. Wenn du von innen heraus anfängst zu strahlen und sich die Gesundheit immer mehr bildet, dann fängt es ja an, sich langsam auf die Augen zu übertragen. Der Körper hängt oft auch eher ein bisschen hinterher, ne? Und dementsprechend, das dauert einfach seine Jahre, wirklich. Also, ja, wie du ja auch sagst, was er da beschrieben hat. Also ich würde vielleicht jetzt nochmal einschneiden, weil du ja auch sagtest, wie man denn da hinkommt quasi oder was für Methoden es mehr oder weniger halt gibt, dann um, weil viele Leute erzählen, naja, man muss ganz viel, ich glaube, Beta-Carotin oder sowas und so, erzählen die dann auch, wogegen dann Dr. Mörs auch stark eigentlich, ich sag mal, gegen die Möhren schießt, weil sie halt eben nicht dieses elektromagnetische Potenzial aufweisen, wie halt eben Früchte, was die Entgiftungskraft angeht. Aber da ist es halt so, dass, also Dr. Mörs selber sagt halt, eine früchtebasierende Diät, da kommen wir vielleicht auch in dem nächsten Video zu, wie das quasi vonstatten ist, wie alltagstauglich so diese Früchte-Diät von Dr. Mörs vielleicht auch ist, beziehungsweise ob man das durchgehend macht oder phasenweise. Aber da ist es halt wirklich so, dass Dr. Mörs sagt, dass ein hoher Früchteanteil, vor allem Früchte, die einen hohen Wasseranteil haben, also dieses lebendige, strukturierte Wasser haben, was wirklich dann auch noch die vertrockneten Altlasten im Körper wieder flexibel macht, sodass sie auch wieder abtransportiert werden können. Vor allen Dingen arbeitet er auch viel mit den Nieren, die halt eben 1:1 zusammenhängen mit dem Lymphsystem und die Nieren als Ventil dann quasi nutzt, oder dazu sind sie quasi auch da, um halt wirklich auch Säuren aus unserem Körper herauszulassen. Denn, also Dr. Mörs arbeitet ja beispielsweise auch sehr mit dem Basen- und Säurehaushalt, und das ist auch nochmal sehr wichtig zu betrachten, um eben die Augen dann wirklich dauerhaft dann wirklich auch wieder hell zu bekommen, also wieder braune Augen, wieder heller in dieses Haselnussbraun, in dieses gesunde Braun, wie wenn man halt einen frischen Baum aufschneidet und sieht, so da steckt noch Lebenskraft drin, genauso wie auch bei einem blauen Auge. Ja, und das auch noch einzuwerfen, weil viele das dann oft fehlinterpretieren, ne? Weil man ja sagt, oh, die meisten haben dann nur blaue Augen. Das letzte Mal habe ich es eigentlich auch klar erwähnt, aber es gibt eben natürlich auch braune Augen, und nicht jedes braune Auge hier ist nicht ein vergiftetes blaues Auge, genau. Und genauso mit grünen Augen, weil dann viele sagen, ich weiß es nicht, mir ist noch nie ein grünes Auge begegnet. Manche meinen, es gibt grüne Augen, aber definitiv ist es so, dass bei vielen, ich weiß wie gesagt nicht, ob es wirklich grüne gibt, er sagt ja wirklich nur braun und blau, ne? Mhm. Aber definitiv, die grünen Augen, die ich gesehen habe, die sind dann wirklich immer wegen Verunreinigungen, das sind eigentlich blaue Augen. Und wie du eben dann sagst, wenn das Lymphsystem sich langsam überlagert, dazu hattest du, glaube ich, auch ein Video gemacht mit diesen 4 Stadien, eben, dass du am Anfang dieses milchig-weiße hast, dann gelb, wenn es immer chronischer wird, dann ins bräunliche und bis zu, ja, schwarz dann sogar, ne? Oder genau, genau. Dr. Mörs erzählt auch teilweise von Fällen, wo kleine Kinder wirklich schon, kleine Kinder, also wirklich im 1-2 Jahre Alter, wirklich schon schwarzen Schleim herausgebracht haben, nachdem er denen quasi helfen musste zu entgiften. Ja, also bei den grünen Augen ist es halt wirklich so, da streiten sich wirklich die Geister. Also
da bin ich auch, da weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig, ob es, weil ich beispielsweise, ich habe grüne Augen. Bei mir erkennt man beispielsweise aber auch sehr, dass es halt einfach eine Verunreinigung ist, die ich einfach jetzt im Laufe der Zeit natürlich versuche jetzt zu beheben. Aber es gibt natürlich auch irgendwie, ich habe das auch schon öfter mal gesehen, so statistikmäßig, dass ungefähr nur 2 oder 1% der Weltbevölkerung wirklich grüne Augen haben. Also es wäre wirklich mehr interessant, jemanden zu finden, der dann wirklich grüne Augen hat, weil es ist scheinbar sehr selten, dass jemand wahrscheinlich aus Naturgründen dann wirklich grüne Augen hat, so wie es teilweise Menschen, die, ich glaube, Albino heißt, glaube ich, diese Krankheit, ne, dass sie quasi sehr weiß sind, keine Pigmentierung haben und dass dann teilweise ihres auch rot ist und so. Vielleicht gibt es da auch so gewisse Anomalien im Sinne des grünen Auges, aber per se kann man sagen, dass der Großteil braune Augen hat und ja, blaue Augen. Wobei braune Augen natürlich, sag ich mal, jetzt in den östlichen Ländern natürlich überwiegend ist. Jetzt nur in Europa, Amerika, also in unseren Breitengraden ist es meistens so, dass halt wirklich die blauen Augen sehr vertreten sind. Ja, bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich in meinem Perso noch drinstehen habe. Ich wusste damals nämlich nicht, was soll ich denn eintragen. Das war so ein buntes Gemisch bei mir, das Auge. Und dann habe ich eintragen lassen, grün-braun. Genau, grün-braun. Ja, jetzt hast du ja strahlend blaue Augen, also ein bisschen lebendiges Beweis, dass sich da wirklich auch was tut. So, ne? Schon, also ich habe es jetzt auch immer wieder gemerkt, vor allem, ich habe noch so ein bisschen Bräunliches oben in dem Bereich, bei mir ist vor allem das Lymphsystem auch, ja, sehr, bin eher so ein lymphatischer Typ, also es gibt ja auch diese Typen, bei mir ist echt das Lymphsystem, das sieht man bei meiner Mutter, das Auge von meiner Mutter schaut genauso aus im Grunde, nur dass das Lymphsystem einfach viel mehr zu ist, viel weißlicher, du siehst die Struktur nicht mehr so klar und bei mir klart das jetzt alles immer mehr auf. Oben im Gehirnbereich sind eben noch so diese Reste, wo noch so bräunliche Stellen übrig sind, aber es ist schon ziemlich, neigt sich langsam gegen Ende so, Kopfbereich ist halt bei mir auf jeden Fall noch, ja, das braucht noch und unten sind so ein paar Fehlstellen, genau. Dann kann man eben auch erkennen, wie das Nervensystem noch ist. Ja, das ist definitiv. Eben auch noch ein interessantes Thema. Ja. Definitiv, also es ist halt meistens so, dass wenn die Nebennieren anfangen zu versagen, die sind ja dafür da, die Neurotransmitterproduktion im Körper aufrechtzuerhalten, dann ist es halt wirklich so, wenn die halt langfristig oder chronisch geschädigt sind, dass dann natürlich auch das Nervensystem darunter leidet. Und dann sieht man diese sogenannten Nerve Rings. Die sehen halt aus, wie wenn man einen Baum auf Hälfte schneidet und sich die Altersringe halt anschaut. Genau. Die bilden sich dann halt darum. Und je tiefer und einschneidender sie sind, desto chronischer sind sie dann natürlich auch. Ja, die habe ich nämlich bei mir auch gesehen. Und das ist auch was, wo ich nicht so richtig gespürt habe, immer bei mir das Nervensystem, gewisse Sachen. Zum Beispiel habe ich auch die Wirkung von Kakao nie so richtig wahrgenommen, egal ob ich jeden Tag irgendwie Schokolade oder sowas gegessen habe. Mhm. Ja, und das ist ja eigentlich auch stimulierend. Dementsprechend, ja, sowas kommt dann wieder zurück. Die Sensibilität nimmt dann natürlich ab, auch aufgrund dessen, ne, das Nervensystem. Da ist es ja quasi so, wenn man uns als Maschine sieht, dann ist das quasi so die Elektronik unseres Körpers, wenn man so möchte, ne, die dann quasi alle Signale dann verbindet. Ja, ja, den Vergleich finde ich auch immer super schön, wenn man hat so diese 4 Ebenen, das, so hatte ich es auch öfter mal erwähnt, dass du wie beim PC halt auch, du hast deinen Speicher, ne, deine Informationen in deinem Körper, du hast dann den Strom, mit die Energie, mit dem er versorgt wird, ne, ohne die halt nichts läuft. Und dann hast du genauso noch deine Software, deine Gedanken, die Programmierung, ne, wie das Ganze abläuft. Ja, auf jeden Fall. Also Arnold Ehret geht ja auch so auf das Beispiel, dass den menschlichen Körper jetzt zu vergleichen eben mit quasi einer Maschine, die funktioniert so und dass sich durch Verschlackung jetzt auch gewisse Zahnräder oder sowas dann nicht mehr so in Harmonie arbeiten und so. Und dass der Körper quasi, um ihn halt wirklich langfristig halt tauglich zu machen oder wirklich belastbar auch zu machen, es ist halt wichtig, eben diese Zahnräder oder die Zwischenzahnräder einfach zu säubern, so, ne, mit einer bewussten Diät in dem Sinne. Ja, auf jeden Fall. Und da mögen jetzt vielleicht viele mal einwerfen, habe ich auch immer gesagt, hey, der Körper ist keine Maschine und so weiter, oder der Mensch ist keine Maschine. Der Mensch ist auch keine Maschine, zum Mensch gehört mehr als der Körper. Der Körper ist was, was man nutzt. Aber da stecken noch viele andere Sachen dahinter. Aber rein auf mechanischer Ebene ist unser Körper schon ähnlich wie viele Strukturen, Organismen, vergleichbar wie bei anderen Tieren, bei Maschinen oder Pflanzen. Ja, dementsprechend tauchen überall wieder die gleichen Muster und Strukturen einfach auf. Und da kann man das ja adaptieren. Genau, also es gibt dann natürlich auch noch einmal die, nicht nur die blauen Augen, sondern auch die braunen Augen. Und bei den braunen Augen, um das vielleicht jetzt nochmal hinten dran zu hängen, ist es halt so,
dass sich das bei einer Analyse der Iris halt ein wenig anders aufweist als bei einem blauen Auge. Weil bei einem blauen Auge hat man natürlich dieses Schema nach dem Motto weiß, gelb, grün und dann braun beziehungsweise auch schwarz. Und bei einem braunen Auge ist es halt wirklich so, dass man dann teilweise den weißen, also den akuten Zustand dann gar nicht wirklich feststellt, sondern dass das braune Auge sich eigentlich wirklich nur immer dunkler verfärbt. Also das kennen vielleicht manche Leute haben wirklich wie schwarze Augen, also wirklich wie, vor allem vielleicht aus der östlicheren Region unserer Welthemisphäre, ist es halt so, dass das wirklich schwarz ist. Und wenn man sich dann aber mal eine sehr entgiftete Iris, wobei ich da auch nicht viele Beispiele im Internet gefunden habe, heraussucht, dann ist es so, dass es halt wirklich immer haselnussbrauner wird, also wirklich so kräftig so. Man erkennt dann auch natürlich noch die Fasern und so. Und irgendwann wird es dann halt bei einem braunen Auge immer dunkler einfach und dunkler und dunkler und dunkler und alles überlagert sich dann und ist dann im Endeffekt, ja, wenn man so möchte, halt ein verfälschtes Bild der Iris so, ne? Beziehungsweise halt stellt es die Korrelation des Körpers dann natürlich auch wieder dar. Super, ja, genau. Das ist abschließend, denke ich, noch ganz schön für alle, die eben braune Augen haben. Und ansonsten. Ja. Und genau, ansonsten, wie gesagt, schaut einfach auf Mike seinen Kanal, Light Mike. Dort findet ihr nochmal kleine Clips eben wirklich genau ins Detail, was die Iris-Diagnose angeht. Dementsprechend ist super zusammengefasst, einfach und anschaulich. Dann kann ich das ja einfach verweisen, anstatt mir die Arbeit nochmal zu machen. Und dann, ja, bedanke ich mich. Vielen Dank für das Gespräch. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie einfach direkt unten drunter. Wir können gern nochmal ein Video darüber machen, was euch da genau interessiert, wenn es eben auch nicht auf Mike seinen Kanal zu finden ist. Und ansonsten kommentiert auch mal gern, wenn ihr vielleicht jemanden mit einem grünen Auge kennt oder was euch noch für Fragen da gekommen sind, für unerklärliche Sachen. Genau, ansonsten war es das aber. Und dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Ja. Ciao.